In diesem kurzen Video möchte ich zeigen, wie man mit Zotero Groups kollaborativ Literatur verwalten und bibliografische Sammlungen anlegen kann. Das eignet sich für die Teamarbeit genauso wie zum Beispiel für Seminarkontexte. So sieht meine Zotero-Bibliothek aus. Hier ist meine ganz gewöhnliche Sammlung mit meinen ganzen bibliografischen Einträgen und zusätzlich habe ich hier meine Gruppenbibliothek. Gruppenbibliotheken sind solche Sammlungen, auf die nicht nur ich alleine Zugriff habe, sondern bei denen noch andere Zotero-Nutzerinnen und Nutzer Mitglieder sind, mitmachen können, darin recherchieren können und auch selbst beitragen können. Manche davon sind sogar öffentlich, wie zum Beispiel meine Group Fußballlinguistik, die im Netz frei einsehbar und recherchierbar ist. Nur um eben selber beitragen zu können, muss man Mitglied werden. Um selber eine Gruppe anzulegen, geht man auf Zotero.org, nachdem man sich eingeloggt hat, hier unter Groups. Da finde ich jetzt zunächst mal hier noch die ganzen Gruppen, die ich habe. Ich gehe mal hier auf die erwähnte Gruppe Fußballlinguistik. Hier gibt es eine kurze Beschreibung. Man sieht, es sind schon 4 Mitglieder. Was sind die kürzlich geaddeten Items? Und hier über Group Library kann man jetzt die einzelnen Einträge aufrufen und kann hier drin recherchieren. Zum Beispiel kann man sich mal Texte, die sich mit Fußballersprache beschäftigen, anzeigen lassen. Wenn ich eine eigene Group erstellen möchte, geht es ganz einfach. Hier über Create a New Group. Das wird ein kleiner Test, so nenne ich die Gruppe mal. Ich habe jetzt verschiedene Möglichkeiten. Public Open Membership würde bedeuten, dass die Gruppe frei einsehbar ist und auch alle einfach so frei mitmachen und beitragen können. Das ist natürlich riskant, weil solche Gruppen gerne mal geflutet werden mit allem möglichen nicht einschlägigen Kram. Public Closed Membership bedeutet, die Gruppe ist frei einsehbar im Netz. Es kann darin recherchiert werden. Allerdings können nur angemeldete Members beitragen und dazu muss man sich bewerben oder muss aktiv eingeladen werden. Private Membership ist ebenfalls so, dass nur Members beitragen können und es kann auch nicht frei im Netz eingesehen werden, sondern man muss eben tatsächlich vorher eingeladen worden sein. Das hier eignet sich vor allem für die Teamarbeit, wenn es um Projekte geht, von denen ich unbedingt gleich die ganze Welt erfahren muss. Aber ansonsten finde ich es eigentlich einen fairen Service zu sagen, wenn wir schon Groups erstellen, dann zeigen wir doch allen, was wir sammeln. Ich nehme jetzt auch mal genau diese Funktion hier und erstelle die Gruppe. Hier ist sie jetzt schon. Ich habe hier noch Möglichkeit zu sagen, ob sie gleich eingesehen werden kann von allen, die einfach darüber stolpern oder ob man erst der Gruppe beitreten muss, aber das ist für mich eine gute Einstellung hier. Und dann kann ich noch unter Group Settings hier zum Beispiel ein Profilbild und einen kurzen Beschreibungstext dazu nehmen. Wenn ich nun jetzt hier einzelne bibliografische Einträge eingeben will, dann muss ich das über Zotero machen. Und zwar muss ich jetzt hier zunächst mal synchronisieren. Und hier ist die Gruppe, die ich gerade angelegt habe, jetzt noch mit 0 Einträgen drin. Und ich kann das jetzt aber mal nachholen und nehme mal diese beiden Texte von Adami, ziehe die hier rüber und jetzt sind sie in der Gruppe drin. Ich synchronisiere jetzt wieder, das heißt, es wird jetzt wieder auf den Server hochgeladen und ist dann schon im Netz frei einsehbar. Das Synchronisieren dauert eine Weile, weil er jetzt meine ganze Bibliothek abgleicht und guckt, ob sich was geändert hat. Ich nutze die Zeit und zeige mal, wie man überhaupt Synchronisierungen einstellen kann. Hier über Einstellungen lässt sich nämlich der Reiter Sync aufrufen. Hier muss man nochmal sicher gehen, dass man auch wirklich angemeldet ist. Ich empfehle, immer die automatische Synchronisierung zu setzen, dass man das nicht vergisst. Und es geht dann nur darum, dass die Inhalte dann abgeglichen werden mit den Gruppen, bei denen man Mitglied ist. Alle anderen Einstellungen, die standardmäßig so gewählt sind, können so bleiben. Ich kann jetzt auch über die Member Settings hier entweder direkt Einladungen verschicken als E-Mail oder aber ich gebe einfach Leuten zum Beispiel im Seminarkontext
schicke Ihnen diesen Link und dann können Sie beitreten. Ich zeige das mal, wie das aussieht aus Nutzerinnenperspektive. Und zwar hat mein Kollege Markus Kallis verschiedene Groups. Nehmen wir mal Advanced Learner Varieties. Wenn ich Mitglied werden wollte in dieser Gruppe, müsste ich einfach hier Join drücken, dann würde Markus Kallis eine E-Mail bekommen und könnte mich freischalten. Gut, ich gehe wieder zurück zu der gerade eben erstellten Gruppe und hier sind jetzt auch schon hochgeladen die Texte, die ich gerade in Zotero reingeladen habe und kann jetzt hier wiederum auf Group Library gehen und hier lässt sich darin recherchieren für alle, wie gesagt, für alle Nutzerinnen und Nutzer, die diese Gruppe finden, solange sie public closed ist, für alle, die in Zotero Groups aktiv danach suchen. Und dann kann ich eben Studierende dazu ermuntern, dieser Gruppe beizutreten und kann ihnen sagen, dass sie doch das nutzen sollen als Ressourcen für die Erarbeitung ihrer Hausarbeiten und so weiter. Es gibt noch ein weiteres Feature, das ich zeigen möchte. Man kann nämlich in den einzelnen Gruppen noch Subordner anlegen. Ich habe gerade hier einen Kurs zum Thema Sprache und Diskriminierung und damit die Studierenden sich besser zurechtfinden in der Fülle der Literatur, habe ich hier nochmal angefangen, das ist jetzt ein erster Entwurf, solche Subkategorien zu machen. Zumindest kann man dann hier ganz gezielt nach Texten suchen, die sich mit dem Thema Rassismus beschäftigen. Und das Tolle ist eben jetzt für die Teamarbeit, genauso für die Seminararbeit, dass man nun allen Mitgliedern sagen kann, dass sie neue bibliografische Einträge, die sie selber recherchiert haben, hier eintragen können, damit dieses Wissen nicht bei ihnen privat verbleibt, sondern dann alle davon profitieren können. So kann dann, so meine Hoffnung, im Verlauf eines Semesters hier noch eine stattliche und auch immer noch übersichtliche und gut geordnete kollaborative Bibliografie entstehen. Und solange man es eben, auch öffnet, ist es nicht nur für uns im Seminar nutzbar, sondern für alle, die sich dafür interessieren. Und diese Untergruppen sind eben auch hier genauso einsehbar. Hier gendergerechte Sprache. Hier sind schon mal zwei Artikel, das wird natürlich noch mehr. Es ist eine wunderbare Möglichkeit, das Bibliografieren anzuleiten, zumal ja Zotero es dann auch ermöglicht, beim Verfassen von Hausarbeiten automatisiert Literaturverzeichnisse zu erstellen und so weiter und so fort. All das, was ich im Vorgängervideo schon erklärt habe, das werde ich auch unten in den Kommentaren noch verlinken. Ich denke, gerade jetzt in der aktuellen Lage, wo wir alle auf digitale Lehre angewiesen sind, bietet es sich an, es drängt sich geradezu auf, auch solche Tools zu vermitteln. Also die Tatsache, dass wir sowieso jetzt digitale Tools nutzen müssen, auch dann systematisch auszuweiten auf solche Bibliografie-Kontexte. Ich denke, dass man es geradezu zum Lernziel erheben sollte und auch erheben kann, dass es sinnvoll ist, dass auch solche digitalen Praktiken jetzt in unseren Seminaren vermittelt werden. Viel Spaß und viel Erfolg beim Nachmachen. Fragen und Anmerkungen nehme ich in den Kommentaren gerne entgegen. Vielen Dank. Tschüss.